Sterne sehen einmal. Nein, ich mach das bei mir mal durch. Und wenn es 3 Stunden dauert. Halt die Klappe, halt einfach die Fresse! Immer voll die falsche Richtung. Aber das kennen wir ja von mir, nicht wahr? Und voll in die Eier, hey! Mach ich zwar sonst nie, vor allem bei Männern nicht, weil ihr wisst ja, Ehrenkodex ist unter Männern, man steckt dann nicht in die Weichteile, aber bei dem Typen kann ich momentan kein Erbarmen mehr. Hat sie was? Was freigeschalten? Ah, mehr Defense. Ice Club. Daneben. Nein, vergiss es! Ja, wie erwischt er mich immer? Oh oh. Na, Waffe, wo zielst du denn hin? Da ist er doch! So, jetzt aber nochmal! Mann ey, geh endlich mal down! Ich will dein hässliches Face nicht mehr sehen! Und eine dämliche Schlafbinde! Wieso kann ich nicht springen, Waffi? Mann, Waffi! Verschwind doch mal, Waffi, Mann, ey! Ich bin aber auch immer wieder auf den Trick rein, ey! Daneben! Du Blindschleiche! Mann, bin ich sauer, ey! Haha, nicht getroffen. Dafür treffe ich jetzt! Hä? Kannst du angenommen, willst du mich verarschen? Machen den Scheiß wieder. Waffe, weg da, weg da, weg da! Scheiße, das würde mich retten. Genau das meinte ich, viel zu spät ist gekommen. Mann, ey. Viel zu weit weg hat's getroffen. Oh, gut, irgendwo habe ich noch Fleisch gesehen. Dort hinten ist es. Daneben! Daneben! Aua!
Ruffy, geh doch mal raus da! Alter! Dass man manchmal aber auch 10 Mal draufdrücken muss und manchmal 20 und 30 Mal sogar. Das war knapp. Mach so, viel zu wenig Schaden, würde ich gerade sagen. Nein, sogar zwei davon. Oh Mann. Definitiv ein härterer Gegner als noch Kizaru. Nein, ich laufe noch rein. Ruffy, weg da, weg da. Mach gleich nochmal. Hey, was ist das für eine Scheiße, hey? Ich kann echt nichts machen. Wenn ich nichts mache, natürlich greift er mit seinem Fernkampfangriff an und dann kommt sowieso nicht zum Ziel. Wenn ich angreife, friert er mich ein und kontert dann sofort. Verdammt, ich brauche die Wildbeard Teufelskräfte. Und die andere Variante ist, ich bräuchte Haki. Ganz einfach, ich bräuchte Haki. Und damit meine ich nicht den Hasen aus Monster Range, sondern wirklich Haki als Fähigkeit. Daneben. Nein, nicht schon wieder. Komm schon mal viel Ektar. So, jetzt in der Truhe, die wir vorhin gesehen. Wie komme ich da hin, wenn er nicht da steht? Nicht schon wieder. Diesmal aus war nicht so einfach. Oh Mann, ey. Scheiße. Ich will doch bloß das Item haben. Alter, nerv nicht so. Oh, das ist alles nur dafür? Aber sonst keine Truhe mehr, oder was? Oh Mann, ey! Oh, es dauert mal wieder, es dauert mal wieder. Daneben! Nein, ich war doch... Nicht schon wieder, Ruffy, weg da! Nein! Ich verliere hier nur noch! Natürlich weicht er aus und dann friert mich wieder ein. Besantubag! Leute, ich brauche mal langsam Hilfe. Also gut, sobald ihr das Video seht, habe ich es sowieso geschafft. Und daher stelle ich die Frage mal anders. Und zwar, wie ist hier eine Möglichkeit, wie es einfacher geht, um den zu besiegen? Ist der immer so schwierig? Ich meine, gut, ich habe jetzt normal gestellt. Es gibt noch die Schwierigkeitsstufe schwierig. Die gibt es ja wirklich noch. Und das ist normal? Hier habe ich doch jetzt Socke. Das kann doch nicht sein, dass es wirklich so schwierig sein soll. Eistein. Na.
Aber wir scheinen muss ich wirklich abwarten, jeweils immer einen Treffer an, weil mehr geht ja nicht. Ich war weg da. Natürlich. Typisch Spiel, einfach mal unfair spielen, sobald ich in Führung liege. Ich kann doch ihn nicht verarschen. Und sowieso nicht von diesem Arsch! Nein, ich war doch schon weg, ich war schon außerhalb des Kreises. Ja, ist ja super spannend, was so? Oh, weg da! Wow! Nein, wieso? Er war doch bereits weg! Oh Mann, ey! Das ist doch wohl unfair hoch 2! Daneben! Nein, das gibt's doch einfach nicht! Was ist denn das für eine Scheiße? Ey, leck mich am Arsch! So Leute, ich mache das Ganze zum 10. Mal bereits durch. Ich schätze mal, ich habe das Ganze trotzdem zusammengeschnitten zu einer Folge, wenn noch alles reinpasst, weil ganz ehrlich, ich habe keinen Bock daraus 10 Folgen zu machen, bloß weil ich unfähig bin, hier gegen Aokichi anzukommen. Der wirklich, also... Ja, der ist nicht von schlechten Eltern. Der Kampf ist um einiges härter gegen Kisaru, ohne Witze. Leider, leider. Die erste Phase geht noch ganz gut, vor allem die letzte Phase ist einfach nur scheiße asozial. Der ist jetzt schon relativ einfach, wenn man einfach weiß, dass man seinen Speeren ausweichen muss, beziehungsweise ein Eisschwert da. Nach den Speeren noch, dann geht es relativ simpel. Aber natürlich da gut mit Ice Age und Ice Time, das kann man relativ normal, sage ich jetzt mal, normal bis locker ausweichen. Man muss einfach aufpassen, diese dämlichen Eiswächter auf dem Boden noch, die sind immer so ein Hindernis, weil die frieren einen immer ein. Ja, und das halt. Am besten hier, Freunde, ist wirklich der Gum Gum Rifle geeignet, nicht irgendwie Gear 2 oder Gear 3 oder sogar die Gum Gum. Moment, wie ist die Technik? Gum Gum Sturm, genau. Weil das Problem ist halt, ihr könnt nicht zu oft im Vollgang angreifen und deshalb ist es klüger, wenn ihr hier auf wirklich nur auf Rifle setzt. Da es zumindest ein einmaliger Schlag ist, auch wenn es zum Beispiel Gear 2 und Gear 3 natürlich mehr Schaden ausrichten würden. Aber eben das Problem ist, ihr kommt nicht so oft ineinander an ihn heran, weil auch euch sofort wieder einfriert. Wie man hier sehr gut sehen kann und dann macht ihr den Scheiß hier. Natürlich immer wieder aufs Neue. Daneben! Ah, das ist eine gute Chance, zumindest ganz kurz anzugreifen. Hier natürlich gleich auch. Scheiße, hey. Daneben, Aokichi! Nice
Nein, es hat mich voll erwischt, ey. Nein, nicht schon wieder! Mann! Du triffst mich doch eh nicht, du fettes Schwein! Oder du mieses Schwein! Und wieder mal voll daneben ins Schwarze, ins Leere getroffen. Getroffen vor allem. Ein Schlag in die Fresse! Am meisten Schaden macht hier definitiv der Angriff oder die Angriffsserie, sag jetzt wieder mal. Vom Viereck-Knopf spricht er halt mit Gum-Gum Bazooka, also erst Kalaschnikow, dann Bazooka. Die macht definitiv am meisten Damage. Leider. Ah, scheiße, jetzt hab ich zu... Nein, zu früh das Ding angesammelt, das Fleisch. Das soll ich mir eigentlich noch aufsparen, verdammt. Jetzt kommt gleich Phase 2. Die letzte Phase, die hier, die ist echt asozial, ey. Genau deswegen, immer einfrieren und dann gleich zwei Eislöcke hinterher. Nein, Mann, ich war doch... Du bist das Arsch des Jahrhunderts! Du Penner! Geh doch mal pennen, du seltsamer Typi mit Augenbinde. Wohl eher Schlafbinde, wa? Ich weiß, es hat eintönig, was will ich denn machen sonst? Ihr seht es doch. Sobald er versucht anzugreifen, kann er mit seiner scheiß Einfriertechnik und dann mit seinen dämlichen Eisblöcken. Die macht leider verdammt viel Damage. Nein, nicht der schon wieder! Ah. So, jetzt aber. Oh, befreite Waffe! Schnell, schnell! Ja, das geht auch immer unterschiedlich lange, das ist das Fiese dran. Die Befreiungsaktion von Ruffy. Natürlich. Ich brauche dringend die Inhalte der Truhen, aber ich sehe die ja nicht. Also ganz ehrlich, Leute. Nein, nicht schon wieder. Das wollte ich mich gerade aufs Game konzentrieren. Ah, die Kamera hier im Spiel ist der allerletzte Schrott. Ich meine, vielleicht ging es ja mit R2 und so. Das Problem ist nur, ich habe gar nicht die Zeit dazu. Wir müssen irgendwie hier hinlocken. Komm schon, Naokichi, komm her. Daneben. Nein, weg da, Ruffy, weg da, sonst bist du gleich gegrillt. Gegrillt sag ich schon, einfach erledigt. Ah, Gott sei Dank.
Nein, ich war außerhalb des Kreises. Oh Mann, der längste Kampf des Jahrhunderts und ich bin wieder mal so still, ich war heiß. Ich bin wirklich ein toller Let's Player, was? Richtig unterhaltsam. Was Fehler betrifft. Ich bin außerhalb des Kreises, ey. Komm schon, was... Defense, ja, ganz toll. Komm schon! Ah, mir fehlen noch ein paar Truhen hier. Scheiße. Nein, nicht schon wieder! Scheiße, hätten doch schon fast, ich hätte ihn schon fast! Ja, endlich! Boah! だけじゃねえ。麦わらのルフィ。力がねえのなら救えねえもんは頑張ったって救えねえよ。それ見たことか。だから言わんくふっちゃなしべる。息はあんの麦わら坊い。 いわちゃん、離せ。おっさん、俺は。こいつはもう十分やった。手当てを。いらねえ。そんな時間ねえよ。邪魔すんな。エースは、俺の世界でたった一人の兄弟なんだぞ。必ず俺が助け。 小ザクだけの異性の塊、若く無様、そういうバカ好きだぜ。 Whitebeard mag uns, das ist ja wirklich ein richtiger Trost. Scheiße, hey, das hat jetzt über 2 bis 3 Stunden gedauert, bis es den endlich mal platt hatte, Aokichi. Oder auch Kusan genannt. Oh Mann, oh Mann. Tja Leute, ja, wenn es halt nur eine Folge draus wird, dann habe ich halt ziemlich daran herumgeschnippelt. Aber ich denke mal, da habt ihr sicher nichts dagegen, weil ganz ehrlich, da mir 2 Stunden lang empfehlen zu sind bei so einem, ja, was denn das Wort des unfairen Gegner, könnte man schon beinahe sagen. Okay, ich weiß, hätte auf leicht umstellen können von dem Schwierigkeitsgrad her, aber ich dachte mir, na komm, das schaffst du auch auf normal. Und irgendwie hat es doch noch funktioniert. Jedenfalls, wir haben es geschafft und ich brauche jetzt mal eine Pause. Wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge, im nächsten Kapitel, denke ich mal, irgendwie da bei Episode 16, wie auch immer. Bis dann und ciao zusammen!